Moin, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Wir sind mit Nathan Drake und seiner Frau unterwegs durch die Katakomben von Averys Haus, kann man sagen. Und mal schauen, wo es das hinführt. Unseren Bruder haben wir noch nicht gefunden, obwohl die wahrscheinlich auch hier unten irgendwo längst verschwunden sind. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. So, wir müssen verraten. Frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Na bitte. Wollen wir noch kurz gucken. Hier sind ja auch. Na, hier sind die auch, aber die haben gemerkt, hier geht's nicht weiter. Dann sind die auch hier nach links reingegangen. So, hier haben sie kurz gestanden, überlegt, was soll man machen, welchen Weg sollen wir? Da oder da? Hier stört's, gehen wir hier weiter. Oh. Was war das denn? Ich wette, Nadines Leute. Verwenden Dynamit, wo sie nur können. Die jagen ja auch alles in die Luft. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Huch, wo sind sie denn? Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Da ist Dynamit dran. Der Typ hat es nicht geschafft. Okay, wir gehen einfach den Schritten nach, die da drauf sind. Also hier längs. Behaupte ich mal. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Und entspannen. Das war doch easy. Oh. Sie haben Elena, dahinter. Schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Das ist nicht schlecht. Vielleicht finden wir einen anderen Gang. Da geht's auch nicht längs. Da. Kann sie nicht kommen und mir helfen hier? Oder will sie nicht? Kann ich da auch? Hä? Ich dachte, es kommt irgendein Hinweis. Oh, komm hierher. Weil hier gibt es ja keine Kisten oder so, wo ich dich hochziehen kann, oder? Oh, da geht's auf jeden Fall hoch. Das ist der richtige Weg. Das ist auch ein Loch. Halt, war da durch? Nee. Aber richtig. Cooler Typ ist er aber auch nicht, wenn er das nicht hinkriegt. Das geht doch nur da längs. Sie sieht das nicht so anscheinend. Ich kann da nicht hochjumpen. Wieso kann ich denn nicht da hochjumpen? Der richtige Weg oder geht es hier noch irgendwo längs? Nö, hier geht's nicht. Ich gehe nochmal alle Gänge ab. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass nur der Weg der richtige ist. Hier ist auch nichts. Gibt es noch ein Loch in der Decke? Nö, nur das. Moment mal, wie geht das denn nicht? Das ist doch frech. Wir müssen uns den Gang einmal nochmal angucken, richtig oder so. Dass wir da irgendwas finden. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Okay, ich hätte gedacht, dass es oben längs geht, aber anscheinend kommt Kopf hier durch. Komisch. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Jetzt wird doch zu meinem Loch, ne?
Ein bisschen länger. Mist. Na los. Verdammt. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Ja, mach an. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Dann mach mal an. Na bitte. Ah, au. Sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Ja und? Hier drüben. Ach, guck mal, sie hat eine Backe gefunden. Das ist doch gut. Noch eine. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. So, wir gehen dann jetzt hier hoch. Optische Beleuchtung, was? Ja. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Ja, klar. Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Die hat aber auch eine Kraft. Okay. Wiegt ja anscheinend nichts. So, Vorsicht, Kopf. Ja. Doch längs. Vorsicht. Wow. Was zum Henker ist das? Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Aber wirklich? Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Er ist ein verrückter Typ gewesen, Sackgasse. Der Piratenkönig, wollte ich gerade sagen. Echt ein verrückter, crazy Typ. Ist hier noch ein Gang? Da gibt's noch einen Gang, okay. Ah, komm, mach das Ding auch nochmal an hier. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Da hat er recht. Ist das etwa eine... Wow. Bist du okay? Ja, ich glaub schon. Gut, dass es so ein Zeitlupe war, aber... Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Du da durchgehen? Du bist doch darauf. Du musst auf diese Viecher jetzt aufpassen. Pass auf mich auf. Verdammt! Gott, verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Auch geschafft? Bist du okay? Ja. Natürlich. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Wird die Fackel nicht ausgegangen? Verdammt! Mal anzünden hier. Was hängt denn hier alles? Das ist ein bisschen crazy, das Ganze, oder? Mehr Selbstmord-Mumie. Verdammt! Alter. Ja, normal. Da kommen wir nicht mehr lang. So eine Sackgasse. Oder beziehungsweise die Mumien haben daraus eine Sackgasse gemacht. Okay? Pass einfach auf. Was habe ich
Wow, ich dachte, der ist... Alter Schwede, ey. Nate, bist du okay? Ja. Gut, ich... Gut. Hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Was ich überlebt habe, ist ja wohl auch ein bisschen... Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Sieht gut aus hier. Mal runterspringen. Hier sind wir auf jeden Fall längst gekommen. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Von ihrer Ehe streitet mal lieber zu Hause lassen. So, wo gehen wir längs? Rechte, längs. Rechte Fahrt. Die rechten müssen einfach nur auf den Boden gucken. Wir haben wohl nicht richtig aufgepasst. Da hier ist keine Spur von Sam. Wir finden ihn. Bezweifle ich ja gar nicht, aber hier sind wieder ein paar Spuren. Elena, runter! Wollt ihr Idioten alles zum Einsturz bringen? Was ist denn der Scheiße? Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Da hab ich nicht aufgepasst. Ich dachte nicht, dass ich den so schnell treffen kann. Ein bisschen hart gerade alles hier. Alter! Okay. Ah, blöder Wichser. Warte mal. Oh, lieber versucht. Komm mit. Keine Munition doch da. Sehr gut. Überall hier die echt ganz ehrlich, fallen wir gerade ab. Wie nervig. Schrotflinte oder nicht Schrotflinte, ist die Frage, ne? Lass mich Schrotflinte, ja. Oh, komm schon.
jetzt nicht euer Ernst. Dumme Pumpen. Oh, warte mal. Ziel, was ist weg? Mehr Schrotflinten, ne? Munition? Will ich mitnehmen noch? Mach noch mit. So. Oh, warte. Die hier. Bisschen mehr Schuss drauf. Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Auf jeden Fall. Oh, es hat aber ein riesen Loch hier reingerissen. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Ja. Ah, hier unten liegen, okay. Mal sehen. Die können wir jedenfalls nutzen. Die Münder, die mich verleumden. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Okay, dann holen wir sie mal ein. Ah, hallo. Hey, das geht also einmal rund? Sieht so aus. Und einmal in den Sack, obwohl? Oh Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Das gibt's auch gar nicht. Also dieser Avery-Pirat möchte man nicht als Freund gehabt haben, oder? Der war ja ein Mega-Arsch. Hm. Jetzt mal hier rechts. Geht's nicht weiter? Da ging's hoch, ging's dann nicht weiter, ne? Hier durchkommen oder geht das nicht? Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, zwei Männer gegen Averys. So, wie kriegen wir die Tür auf, ist die Frage. Vielleicht können wir die aufschieben. Verzeihung. Oh, nur muss ich den Kopf verlieren. Oh, ein Briefchen. Irgendein Schlüssel. Und ein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, lest mal den Brief durch, genau. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht stammt vor. Stammt von Two an seine Leute. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen Schlüssel seiner Tunnel. Mit dem Schlüssel kommen wir hier raus. Sehr gut. Seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne warten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durchs Tal führen, um ihn in den Fluchtweg zu schneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenuntergang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück! Ja. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Tod, den, okay. Okay, die Symbole werden wir uns später bestimmt nochmal brauchen müssen.
behaupte ich mal. Ach, nein. Mann. Okay. Nichts passiert. Ja, explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Wie geht's runter? Go. Noch nett. Ich bomb ihr den Weg frei mit meinem Körper. So. Ah. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Na, schön, ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Okay, warte, dann können wir noch auf unseren Dings gucken. Warte mal. Mal umdrehen. Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Okay, wir sind jetzt bei diesem Totenkopf. Das heißt, die ersten 3 können wir dann benutzen, so wie ich das sehe, oder? Wenn man hier oben guckt. Gucken wir mal hin kurz. Also, diese hier. Oh nein! Nate! Okay, das Symbol war auf den Kopf gedreht. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Nochmal. Pass auf. Mal kurz auf die Karte gucken. Also, es ist so, dass der, wenn das gerade wäre, also müssen sie auf den Kopf drehen. Genau. Wenn wir uns auf den Kopf drehen, dann wäre das ja oben rechts. Ja. Okay, das heißt, die hier sind okay. So, und dann haben wir das nächste. Ach, guck mal hier, da ist noch so ein Kopfding. Der ist so. Noch kurz auf die Karte gucken. Das heißt, der hier würde explodieren, der hier drüben nicht. Ja. Okay, ich treffe ja trotzdem den einen, ne? Das ist blöd. Okay, müssen wir anders machen. Den Weg können wir auf jeden Fall nicht so gehen. Wir gehen erstmal. Nein! Ich wollte gar nicht raufgehen, Affen. So, wir wollen hier an der Seite längs gehen. So, hier können wir längs gehen. Was ist das für ein Symbol da? Das Schiff. Lass mal auf das Schiff gucken. Das Schiff, wenn das gerade ist, das ist auf dem Kopf. Das heißt, die beiden werden auf jeden Fall explodieren hier. Direkt vor uns. Da können wir nicht raufgehen. Hier bei dem können wir raufgehen. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Das heißt, der hier ist auch noch heile. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, und dann haben wir das Ding. Ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Das heißt, die beiden sind auch sicher. Safe, meine ich. Die mit den Schwertern. So weit, so gut. Ja, das ist nur eine Heile. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Mal gucken, welcher Heile. Ja, stimmt. Okay. Der von denen hier ist nur dieser Heile. Die anderen sind alles Explosionsdinger. Bringt uns also gar nichts. Hier bei dem. Ist der hier okay? Und beim Totenkopf wissen wir ja, da ist nur einer. Warte mal. Ich muss kurz den Kopf drehen. Dann wäre das so. Ja. Ja. So. Geschafft. Leck mich, Avery. Gut. Da kommen wir raus. Du schmeißt ja die Fackel weg. Weißt doch gar nicht, ob da für immer Licht ist. Naja, anscheinend schon. Ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Na. Ja. Muss ich die aufmachen? Was ist ein Schlüssel? Schlüsselloch?
Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Schaut doch gut aus. Schaut doch gut aus. Siehst du? Oh! Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Oh, Mist. Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Okay. Oh, diese blöden Mumien. Oh, nochmal. Oh, ich hab doch gedrückt. Mal. Nate? Oh. Oh. Los. Komm schon. Oh. Was für ein Gentleman, beugt sich über sie rüber, oder? Oh, ist sie los? Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Huh? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein! Das ist nicht witzig. Oh. Oh, du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Nicht mal ansatzweise. Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Das hätte ich auch gesagt. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Klar, Knutscherei gehört immer dazu. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. So, hinterher. Keinen kommen. Bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Fürs Erste. Genau. Ist das eine Galeone? Ja, sieht ganz danach aus. Gut, aber hier machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.